Ich bin Franzose, das ist mein Land. Du musst zurückkehren zu deinem Land. Ihr habt eure Religion verkauft und wir haben das genommen. Einmal eine Frau in Frankreich, ist bekannt, Geschichte, das ist vielleicht alte Geschichte, ist bekannte Geschichte. Sie geht zum Supermarkt mit Niqab. Kassierer aus einem arabischen Land, die tippt und alles, dann kam diese Frau mit Niqab. Guckt sie die Kassierer an und sagt, warum machst du unser Leben schwer? Warum trägst du hier Niqab? Wenn du Niqab tragst, gehst du deinem Land, gehst zu deinem Heim, warum machst du unser Leben schwer? Guck mal, wie jetzt, die bekämpfen uns so wegen Niqab und wegen dies, wegen das. Ich hatte sie so reden lassen. Dann hat sie die Niqab hochgehoben, dann sagt sie, ich bin Franzose, das ist mein Land. Du musst zurückkehren zu deinem Land. Ihr habt eure Religion verkauft und wir haben das genommen. Diese Dien, Aziz Bruder, diese Dien, Aziz Izzah hat. Wenn wir die Izzah nicht in unsere Dien suchen und finden, Allah erniedrigt uns. Verstehst du, Bruder? نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. Bruder, du bist kein Verbrecher, du bist kein Terrorist, du bist, nein, du bist Muslim, du bist Allah ergebener. Du ergib dich Allah nicht für die Menschen. Und du musst stolz haben, Bruder, weil du ein Gottesdiener bist, Allahs Diener bist und nicht eine Steine-Diener oder ein Kuh oder ein Maus oder irgendwas das Diener ist. Du bist Allahs Diener. Verstehst du, Bruder? Du musst stolz dafür haben. Aber wann? Wenn du deinen Dien kennenlernst. Wenn du die richtige Aqidah kennenlernst. Wenn du die Tawhid kennenlernst. Möge Allah uns das Wissen geben. Möge Allah uns Recht leiten. Möge Allah uns das Beste geben in Dunya und Akhirah.